Schlüsselloch. Steckt im Schloss. Hatten wir ja schon mal hier in Dings, ne? The Whispered World. Ich musste herausfinden, warum Vernon mich hatte treffen wollen. Und warum er vorher umgebracht worden war. Es war ein alter Trick, aber vielleicht funktionierte er ja. Ja, jetzt brauchen wir nur was in das Schlüsselloch reinstecken, weil der Schlüssel ist ja noch drinne. So wird er dann rausgeschoben. Fällt auf die Zeitung und wir können ihn hervorholen. Ja, apropos The Whispered World, da war ich auch im Knast. Ich war gefühlt überall im Knast. Kannst du mit Lippenstift? Das würde hier nicht funktionieren. Ich bräuchte was Schmales, Langes. Hast du keine Haarnadel dabei? Obwohl, wenn du eine Haarnadel dabei hättest, könntest du wahrscheinlich auch einfach Schloss knacken. Du bist doch Reporterin. Reporter müssen doch überall reinkommen, egal ob legal oder illegal. Wieso hast du keine Haarnadel dabei, um das Schloss zu knacken? Mülltonne? Ist hier vielleicht irgendeine Nadel drin? Hast du vielleicht eine Nadel gefunden? Ach, die Steuerung, Hilfe. Ich hätte keine Fragen mehr an sie. Doch. Ob sie vielleicht eine Haarnadel dabei hat oder generell eine Nadel. Theoretisch hätte ich auch hier andere versuchen können, aber würde da irgendwas in Schlüssel noch reinpassen? Stimmt. Irgendwas, woran man nicht denkt. Die Tür war abgeschlossen. Ich hörte nichts. Dann geht zum Ohrenarzt. Es war die Tür zu einer Nachbarwohnung. Kann ich hier eine Nadel klauen? Vielleicht würde ich den Bleistift noch brauchen. Bleistift? Vernon hatte jedenfalls keine Verwendung mehr dafür. Bleistift? Aber ist das Rote da nicht sowas wie eine Nadel? Wieso nimmst du das nicht einfach? Lass mich raten, Tür ist abgeschlossen. Die Tür war fest verschlossen. In der Wohnung herrschte Stille. Ja, wäre auch merkwürdig. Na gut, Vermont liegt wahrscheinlich mittlerweile schon längst im Leichenschauhaus. Es war Vernons Eingangstür. Gut, dass ich nicht gesagt habe, ne? Ja, dass vielleicht Vermont noch am Quatschen wäre, jetzt aber. Fest verschlossen. Hey. Wieso fest verschlossen? Das ist doch so ein Hebel-Dings. Keine Ahnung, wie man das nennt. Auf jeden Fall kann man da hoch machen. Dann geht die Tür. Ne? Da hängt nicht mal ein Feuerhangeschloss oder so. Nicole! Das Fenster führt auf den Balkon hinaus. Mädchen, please. Egal, wir haben Bleistift. Vielleicht funktioniert das ja. Kann man mit Bleistifte Schlösser knacken? Ich weiß nicht. Müsste man einen Einbrecherexperten fragen. Hey Selina, könntest du mit Bleistiften Schlösser knacken? Na gut, sie knackt ja auch Schlösser mit ihren Krallen. Mr. Bleistift. Please. In den alten Fernsehserien hatte er jedenfalls immer geklappt. Ja. Aha. Na gut, wahrscheinlich kommt das auf das Schloss an. Es gibt ja verschiedene Schlossgrößen. Und so. Ganz vorsichtig. Es klappte. Der Schlüssel landete auf dem Papier. Der Schlüssel war schon längst auf dem Papier, Mädchen. Ah, würde ich sagen. Vermonts Küchentürschlüssel.
Ob da auch in die Eingangstür reinpassen würde? Egal. Das Schloss sprang mit einem satten Klicken auf. Ja, dann geh rein. Und bleib nicht draußen stehen. Mademoiselle. Ah ja, wieso brennt hier noch das Licht? Kann ich das Licht ausmachen? Irgendwas auf dem Anrufbeantworter. Sie haben keine neuen Nachrichten. Alte Nachrichten? Vernon, mein Schatz, hier ist eine Mappe. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe deine Hose dreimal als Kopf. Kann das irgendwie überspringen? Aber der Fleck geht einfach nicht raus. Er sieht eher nach Beton aus als nach Mayonnaise. Aber mit dem Bügeln bin ich fertig. Ja, schön für dich. Diese Maschinen. Au revoir. Bis Sonntag. Hier ist Nico Collard von La Liberté. Ich wollte nur sagen, dass ich wie versprochen um 8 da sein werde. Wiedersehen. Vernon, hier ist Beatrice. Viel Glück mit der Journalistin. Hinterher warte ich. Kann man nicht mal überspringen. Ich lieb dich, Schnucki. Ja, Schnucki. Kann ich das Licht irgendwie ausmachen? Weil das ist ja sowas von Stromverschwendung. Taschentücher? Auf der Theke stand eine Schachtel Taschentücher. Ein Mädchen sollte immer Taschentücher dabei haben. Ja, nimm doch die ganze Packung mit. Im Mülleimer fanden sich keine Hinweise. Im Mülleimer fanden sich keine Hinweise. Und warum das Dingssymbol unten mit Greifen? Im Mülleimer fanden sich keine Hinweise. Taschentuch. Aber Hauptsache die Polizei hat das nicht hier mitgenommen, den Safe. Irgendwas im Kühlschrank? Nein. Das Badezimmer oder Schlafzimmer? Nee, hier ging's raus. Raus, 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 raus. Aber hier das Badezimmer? Ja. Das Waschbecken war erstaunlich sauber. Na, hat die Polizei sauber gemacht. Ich habe immer davon geträumt, dass es irgendwo Männer gibt, die das Klo putzen. Er gehörte aber nicht dazu. Manche Dinge muss man nicht untersuchen. Also im Grunde nichts Neues im Bad, willst du mir damit sagen? Gut, gehen wir wieder. Das Bild belebte den Raum. Ein Original von Steve Jobs. Ich ahnte schon, wer mich hinter der Tür erwarten würde. Beatrice, oder wie sie nun mal hieß? Wo ich ein paar Dialoge übersprungen habe, weil ich versehentlich genau die falsche Antwort genommen habe, wodurch sie heulend weggegangen ist. Das arme Ding sah aus, als hätte sie tagelang geweint. Entschuldigung, Beatrice? Warum sind Sie hier? Hat die Polizei Sie nicht verhaftet? Ich wurde freigelassen. Ich habe Vernon nicht getötet, aber ich habe seine Mörderin gesehen. Was wollen Sie von mir? Ich möchte Ihnen helfen. Gehen Sie weg! Wow, wow, ganz ruhig, Mädchen. Brauchst du vielleicht ein Taschentuch, um deine Tränen zu wischen? Hier. Ich verstehe, wenn Sie nicht reden wollen. Danke. Deswegen setzt du dich hin und erwartest, dass sie ein Gespräch mit dir anfängt. Darf ich sie über Vernon befragen? Er wollte sie unbedingt kennenlernen. Worüber wollte er mit mir sprechen? Wissen Sie es? Nicht so genau. Er benahm sich so merkwürdig. Reden Sie weiter. Er sagte, sein Leben sei in Gefahr. Er ließ mich nicht in die Wohnung kommen. Wir mussten uns im Park treffen. Wovor hatte er solche Angst? Vor diesen Leuten. Was für Leuten? Das weiß ich nicht. Vernon sollte für sie ein altes Manuskript entschlüsseln. Ich weiß nicht, was daran so geheimnisvoll war.
Jeder kann das Manuskript im Internet sehen. Und hat er es entschlüsselt? Natürlich. Vernon ist der Beste. Er war der Beste. Was ist dann passiert? Sie haben ihm verboten, darüber zu reden. Und ihm gedroht. Das war vor 6 Monaten. Also hat er sein Leben riskiert, um mit mir zu sprechen. Aber warum gerade jetzt? Er sagte, es würde sich alles erfüllen. Erfüllen? Was? Das wollte er mir nicht sagen. Was im Manuskript stand, nehme ich an. Ja, müssen wir jetzt selber das Manuskript entschlüsseln, um herauszufinden? Ja, viel Spaß, Nico, ne? Ja. Wissen Sie irgendetwas über Vernons Safe? Nur, dass er irgendwo einen hat. Die Kombination kennen Sie nicht? Nein, aber sie ist bestimmt leicht zu merken. Vernon hatte ein furchtbar schlechtes Gedächtnis. Wirklich? Ich habe ihn ausgelacht, weil er mich dauernd nach meinem Geburtsdatum fragte. Sprechen Sie weiter. Schatz, wann hast du nochmal Geburtstag, hat er immer gefragt. Am 23. Oktober, wie jedes Jahr, habe ich geantwortet. Gut, Beatrice. Ich lasse sie jetzt allein. Na, hier sehe ich schon. Was ist mit dieser Frau? Was ist, wenn sie zurückkommt? Keine Angst, das wird sie nicht. Was weißt du, woher? Ich werde sie finden und herausbekommen, was dahinter steckt. Danke für Ihre Hilfe. Auf Wiedersehen. Aber hey, ist ja nicht, ist ja oft so, dass Leute Geburtstage als... Falls Ihnen noch etwas einfällt, Codes oder wenn Sie nur reden möchten, benutzen. Ich wohne Rue Jarry 361. Danke, das ist nett von Ihnen. Es muss ja nicht mein eigener Geburtstag sein. Es kann auch der Geburtstag von jemandem sein, der einem wichtig ist. Safe dot. Dann wollen wir mal gucken. Sesam! Als ich die Information zusammenfügte, begriff ich, dass die Kombination ihr Geburtsdatum sein musste. Na bitte. Was haben wir drin? Lass mich an das Manuskript, das entschlüsselte. Ein handgezeichnetes Diagramm und eine DVD. 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 Habe ich jetzt die... Vernons-Diagramm. Für mich sah es im ersten Moment so aus, als, ne, ein Blatt Papier auf dem Haare liegen. Vernon hatte behauptet, das Diagramm sei wichtig. Die DVD war unbeschriftet. Mir war egal, für wen sie bestimmt war. Als Journalistin muss man jede Spur verfolgen. Jetzt brauchte ich nur noch einen DVD-Player, um sie mir anzusehen. Gibt es hier irgendwo einen? Lass mich raten, du hast bestimmt in deiner Wohnung einen, aber ich gucke mich vorsichtshalber hier noch mal um. Das wird die Eingangstür. Fernseher. Wozu braucht man Nippes, wenn man einen Fernseher hat? Der Computer war nicht mehr zu gebrauchen. Schön für dich. Was liegt denn da überhaupt auf Blatt? Ist das von irgendwas ein Foto oder einfach nur stylisches Mauspad? Ja, schicken. Stylisches Mauspad. Ja. Also da war ja das Schlafzimmer. Ja, da muss man eigentlich zurück in Nikos Wohnung. Zurück in Nikos Wohnung. Nico, Nico, Nico. Wenn ich nicht überall gegenlaufen würde. Irgendwann wird mich die Steuerung noch umbringen, das verspreche ich euch. Das verspreche ich euch. Genau, geh aufs Spiel beenden. Wobei, wenn ich so viel Uhr blicke, könnte ich in ein paar Minuten die Session beenden. Das heißt, könnte, sollte ich. Gehen wir noch zu Nikos Wohnung zurück? Ja, komm. Ich bin noch zu der Wohnung zurück. Ich hatte die DVD. Jetzt musste ich mir ansehen, was darauf war. Ich beschloss, damit nach Hause zu gehen. Was zum... Erstmal überfahren. Ach, Jaken, du hast Reflexe. Wie eine tote Katze. Ich beschloss, damit nach Hause zu gehen. Was zum... Ich hasse Quicktime-Events.
Mein Gott, das war knapp. Genau diesen Wagen hatte ich vorhin gesucht. Ja! Willst du den Wagen verfolgen? Und erstmal zur Wohnung zurückgehen? Ich überlegte, ob ich woanders hingehen sollte. Und beschloss, in meiner Wohnung nach dem Rechten zu sehen. Na, nach dem Rechten sehen. Hast du überhaupt hier ein DVD-Zeug-Player? Oder musst du ihn auch irgendwo erst... Lass mich raten, du hast keinen und wir müssen dann zu... Lobino gehen. Pflänzchen. Könntest du eigentlich auch mal wieder gießen, ne? Die Pflege von Zimmerpflanzen war noch nie meine Stärke. Ja, schon seit 2 Tagen kein Wasser bekommen. Sie muss doch mittlerweile verdursten, vertrocknen und eingehen. Keine Ahnung. Aber ich würde sagen, wir sind in der nächsten Aufnahme. Es war schon wieder kein freie Nacht. Wenn wir uns hoffentlich irgendwo die DVD angucken. Mal gucken, was der verstorbene Vermont für eine Botschaft oder so hinterlassen hat. Oder generell für irgendjemanden oder was auch immer da drauf sein wird. Und keine Ahnung. Vielleicht werde ich dann wieder in irgendwelchen Quicktime-Events sterben. Oh Mann. Wenigstens wird man direkt dann... Ne? Wiederholt sich das Quicktime-Event und man hat nicht dauernd dann Todessequenzen, die man 5 Jahre angucken muss oder so. Oh Mann. Ich meine, wenn man diese Szene sieht, dann konzentriert man sich zuerst auf das Auto und merkt nicht, dass da unten was aufploppt. Oh. Ja, Chicken. Also wäre das Real Life, wärst du tausendmal schon gestorben. Reflexe wie eine tote Katze. Ja. Hoffentlich läuft es in der nächsten Session besser. Das werden wir dann, wie gesagt, in der nächsten Session alles herausfinden. Inklusive, was auf der DVD drauf ist. Ciao.